Die führen euch weiter aus der Station heraus. Könntet ihr uns vielleicht Tipps geben, wie wir hier im Süden überleben können? Die beiden lassen euch so ein bisschen weiter vor sich gehen. Rauchen so eine Zigarre gerade noch hinten, zünden sich ein bisschen was an. Ich reiche die Zigarre. Also sie sind jetzt relativ weit hinter euch. Also ungefähr 7-8 Meter. Und ihr geht jetzt so ein bisschen vor denen. Und ihr seid jetzt so ein bisschen auch aus dem Bereich raus, wo es hell wurde. Die haben ihre Lampen bereits angeschaltet, die Station ist ein bisschen hinter euch. Ihr passiert auch noch einen weiteren kleineren Kontrollposten, der ein großes Kort-MG aufgebaut hat. Die Soldaten grüßen sich, wortlos, keine Fragen werden gestellt. Kommen wir jetzt irgendwann mal an eine dunkle Ecke? Also der Kontrollposten, der relativ schmählich beleuchtet ist, entfernt sich langsam. Ich schaue mich so ein bisschen panisch. Also nicht direkt so richtig panisch, aber so ein bisschen. Und der andere Soldat, also die haben sich an Zigarren gezündet und rauchen so ein bisschen. Also wir würden jetzt so langsam aus dem Bereich kommen, wo wir versuchen auch so stolz wie möglich da in die Richtung zu gehen. Vielleicht 50 Meter vom Kontrollposten entfernt. Ich schaue von dem großen, schweren Kord-MG, Kaliber 50. Da seid ihr jetzt dran vorbeigegangen. Das ist ein großes, schweres MG. Shinta, Olaf, in diesem Moment wünsche ich mir, den Posten als Stationsleiter damals angenommen zu haben. Auf der Pitch hat Niki. Na, Kioskaya, ja. Warum bin ich nicht damals auf einen gemütlichen, bürokratischen Stuhl gesessen? Gründe, so. Okay. Ich glaube jetzt gerade nicht. Ich. Doch, der Wache, die Wache, Politik. So ein Scheiß, gell? Er hat seine Zigarre aufgeraucht, schmeißt sie jetzt so in den Gang. Ich bin übrigens Piotr. Das ist Max. Schön. Jürgen. Deutscher? Freundlich. Nein, war nur ein Spaß. Ich bin Olaf Svensson. Svensson? Rede. In der Tat. Wundert mich, dass sie bis jetzt noch nicht von mir gehört haben. Ich hatte gehofft, meinen Ruf eigene Fahrer aus. Wir sind ja ein bisschen abgeschieden, wie ihr wisst. Also, ja. Jetzt ganze Sache mit Fyodorov. Natürlich ein bisschen mehr abgeschieden als vorher. Finde ich persönlich sehr schade. Besonders nach den guten Beziehungen, die wir früher gepflegt haben. Um ehrlich zu sein, ich war auch ganz Fan von der Hanse. Die haben immer guten Scheiß rübergebracht. Ich weiß nicht. Fyodorov hat gemeint, insgesamt, wenn wir uns der roten Linie anschließen würden, wäre das besser für uns. Weiß nicht, die sind so weit weg, die Hanse ist doch viel näher dran. Was soll das Ganze? Aber da kann man nichts gegen sagen. Und das sage ich jetzt auch nur, weil ich weiß, Max hält immer sein Maul. Ich heiße übrigens Miroslav Kalenko, vielleicht kennen Sie mich als Weißer Oktober. Weißer Oktober, das sagt mir was. Kalenko nicht, aber Oktober, Weißer Oktober. Max? Sag mal, dein Vater, hat dir nicht mal was davon erzählt? Weißer Oktober. Max sagt nichts. Er schaut nur so ein bisschen. War damals noch in Rote Linienkrieg unterwegs. Ja, Max, dachte ich mir, das war der Typ. Das war der Typ. Krass. Max raucht noch so ein bisschen seine Zigarre weiter und sagt nichts. Ich halte daraufhin etwas zitternd meine Hand und sage, ich bin hinter ihm. So. Wohin? Ganz leise. Ihr geht quasi mit dem Rücken zu denen. Okay, dann sage ich halt eben so, dass sie es noch wahrnehmen können, so, ja, ich bin hinter Yui. So. Angenehm. Habt ihr beide zufälligerweise eine Idee, wie wir unsere Überlebenschancen hier im Süden ein bisschen erhöhen können? Das ist jetzt eine schwierige Geschichte. Wisst ihr, wir müssen euch erschießen. Das ist euch klar, oder? Ja, hat mich nicht gewundert. Ja, ich weiß, es kann man nichts machen. Befehle sind Befehle. Vor allem, du als Soldat müsstest das wissen. Können sich als wahrer Held herausstellen. Als wahrer Held? Im Sinne von, wir werden uns, sie werden, wenn sie vielleicht ein Messer haben, uns vielleicht ein bisschen Blut ein wenig in die Umgebung streuen lassen.
und werden so tun, als wären wir tot. Als wäre die Erschießung gegangen und wir gehen einfach in Richtung Süden. Und später werden wir... lebender Schurke als ein toter Held. Ich habe keinen Bock, dass Fjodorov das rausfindet. Max hat seine Kinder, um die er sich kümmern muss. Das können wir nicht machen. Wir halten uns an unsere Befehle. Das ist ungut. Das heißt, egal wie es läuft, eine von beiden Gruppen wird sterben. Ob das eine von beiden oder... Gruppen? Was soll das? Er ist schon ein bisschen, er nimmt so sein Gewehr so in die Richtung. Es ist relativ weit, sei angemerkt. Also es sind 8 Meter. Kommt halt drauf an, wie hoch die Initiativen sind. Du weißt nicht, wie initiativ die sind. Vielleicht wirst du einen schaffen. Vielleicht. Das Gespräch zwischen euch flaut so ein bisschen ab. Ihr geht nur noch so ein bisschen still weiter. Auf einmal meldet sich Max. Hey, einer von euch Kinder? Es könnte ein Kind kommen in den neuen Jahr. Kümmert sich jemand um das Kind? Wenn du weg bist? Leider gibt es keinen, der sich um das Kind kümmern kann. Niemand. Ist derzeit in Pflege. Scheiße. Du weißt, wie das ist, so aufzuwachsen. Ich niemanden. Mein Vater ist damals nach dem großen Knall gestorben und meine Mutter von böswilligen Kreaturen getötet worden, direkt vor meinen Augen. Ja, was in der Metro will einen nicht umbringen? Ich hatte das Glück, dass ich auch außerhalb der Metro aufgewachsen bin, in den eiskalten Gebieten der Tundra in Schweden. Das ist schön. Meilenweit Platz. Ich war nie in Schweden. Ich wünschte, ich hätte damals die Zeit gehabt, ein bisschen mehr zu reisen. Ich habe nie mehr gesehen als Moskau. Das ist übrigens jetzt wieder Piotr. Der Max ist wieder ruhig. Der weiteste Ort, den ich gesehen habe, war St. Petersburg. Petersburg. Stadt der Engel, habe ich gehört. Wunderschöne Stadt. Was ich auch gehört habe, da gibt's noch eine Metro. Da Leute überlebt haben, vielleicht. Ich hätte gerne überhaupt etwas von der Welt vorher gesehen. Ja, bist ja noch jung. Wie jung warst du? Hast du überhaupt vor der Apokalypse gelebt? Nein. Ist nicht so gut. Das ist nicht so richtig. Wir leben jetzt hier im Jetzt. Ja, wir sind gleich da. Ja. Können wir nicht den Tod auf uns nehmen in den südlichen Tunneln anstatt hier vor dieser Station? Nee. Wir müssen unsere Befehle befolgen. Oder willst du eine Überzeugenprüfung werfen? Ja. Überzeugenprüfung. Warte, war das nicht das, wo du immer jedes Mal verkackt hast? Ja. Ich hab 16 Überzeugungen. Wie viel hast du überzeugen? Was? Können wir nicht ja schon, wer am meisten bei überzeugen? Nein, zu spät. Würfel mal. Mag ihn doch einfach mal. Erreicht ihr jetzt einen Dienstraum? So rechts ist so ein Raum. Geht ihr rein? Kann ich mit Menschenkenntnis irgendwie schauen, ob die das übers Herz bringen? Ja, würfel mal auf Menschenkenntnis. Du hast es geschafft. Ja. Chi weiß Folgendes einzuschätzen, kann es aber den anderen nicht mitteilen, ohne es den Wachen zu verraten. Ich gucke ein bisschen zu den Wachen und mach noch mal eine Überlegung, ob sie uns gewogen sind. Gut, würfel. Die Wachen stehen jetzt immer noch so 7 Meter von euch entfernt und winken euch so in den Raum rein. Olaf, was hast du nochmal gesagt damals zum Thema Tod? Dann stirbt man halt. Habe ich schon mal überlebt. Der Tod ist nichts, was man nicht überleben kann. Genau. Also rein da. Es war schön, mit euch zu kämpfen. Ja, egal. Spätestens im nächsten Teil sind wir wieder mit dabei. Weil wie sollen die Regisseure ohne uns sonst Geld verdienen? Also, ja. Für das Honorar, was wir bekommen haben, keine Chance. Schöne letzte Worte, Jungs. Jetzt rein da. Ja, ich drück noch ein bisschen auf die Tränendrüse. Ja, du drückst noch ein bisschen auf die Tränendrüse. Also, Matchmaker, lass dir schon mal einen Plot-Twist einfallen, weil wenn wir alle tot sind, verdienst du keine Kohle mehr.
Nur mal Truppe, so als Gedanke. Plot-Twist, alle sterben. Ja, das ist der eigentliche Plot-Twist. Die Truppe erreicht eben diesen schönen Dienstraum. Ist leer, geplündert und es sind eine Menge schwarzer Flecken an der gegenüberliegenden Wand und am Boden. Ich bin Miroslav Kalenko und es ist eine Ehre, von diesen Herren erschossen zu werden. Hinknien, bitte. Ihr würden seid jetzt an der Wand und könnt euch hinknien oder nicht, aber auf jeden Fall, der Eingang ist jetzt von beiden blockiert. Ich nehme mich still hin. Reichen, damit ich mich selbst richten kann? Er lacht nochmal so ein bisschen. Nein. Jetzt kniet euch bitte an die Wand. Mit dem Gesicht zur Wand hinknien. Okay. Ich stehe aber lieber. Okay, meinetwegen. Ich stehe auch lieber. Stechende Augen. Stechender Blick in dein Gesicht. Dauerhaft. Jotre schaltet sein Gewehr. Also, wer hat jetzt das Gesicht zu den Wachen gewendet? Ich werfe ihnen einen dauerhaften, starren Blick zu. So ein, oh mein Gott, mein Kopf platzt gleich Blick. Okay. Ich ebenso. Ihr seid jetzt an der Wand. Wer schaut zur Wand? Wer schaut zu den Wachen von euch? Ich schaue zu den Wachen. Ich schaue zur Wand und bin mal vielleicht so ein bisschen. Okay, also Sheik steht quasi in der Mitte, schaut zur Wand. Kniest du dich auch hin, wie es die Wachen gewünscht haben? Ja, aber man hört dann wirklich doch so ein bisschen Wein. Weint ein bisschen. Weil es einfach zu viel ist. Olaf schaut seinen starren Blick. Wen schaust du an, Max oder Piotr? Ich starre Max in Grund und Boden und er zerbricht unter meiner mentalen Folter. Max starrt zurück. The fuck? Ja, jetzt im Ernst, also der starrt auch ziemlich. Der ist genauso ein schweigsamer Riese wie du, aber der starrt zurück. Epic Star Battle of Doom. Ich starr ebenso in die Richtung, salutiere noch kurz. Und stirb dann einfach so, / kill. Piotr schaltet sein Gewehr auf Einzelfeuer, hebt es und feuert. Piotr hat dreimal über euch in die Decke geschossen. Und er hat auch ein paar Tränen in die Augen. Max starrt immer noch Olaf an. Olaf starrt immer noch zurück. Also ich stehe auf und drehe mich um und habe noch nicht so richtig realisiert, was gerade. Ja, Piotr nähert sich auf jeden Fall Miro. Hat sein Gewehr wieder runtergenommen und vor der Brust. Streckt seine Hand aus und Miro spritzt eine Menge Ladung Blut ins Gesicht. Piotr singt zusammen, Max singt zusammen und Lampen gehen an und blenden euch relativ. Hey, wer seid ihr? Eigentlich im Reich der Toten. Ja, das ist eine relativ weibliche Stimme. Absolut. Okay, jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Schnappt euch das Zeug von den Soldaten und dann verschwinden wir hier. Nice, looten. Klingt nach einem Plan. Desorientiert um. Ich nehme die AK-74. Da sind noch zwei Magazine, die dazu passen. Nimmst du die auch mit? Ja. Ist das eine Waffe eigentlich? Okay, das ist ein Sturmgewehr. Kann ich damit besser umgehen oder Miro besser? Miro. Definitiv. Okay, behalt du sie. Ja, auf jeden Fall. Danke. Hebt ihm die Waffe auf und gibt die ihm so richtig cool rüber. Ich werde gut damit umgehen. Yeah, my bitches. Ja, du nimmst dann auch noch die zwei Magazine. Auf jeden Fall, die Packung Beuteltee hat er auch noch dabei. Eine TOS 19, das ist eine Schrotflinte. Die hat 6 Schuss noch drin. Und Max hatte dazu auch noch 12 Schuss Schrot und 12 Schuss Flintengeschosse. Und dann gibt's noch die Browning High Power. Das ist eben, eine High Power Pistole. Also Pistole. Ich hätte Interesse an der Schutzweste. Dann nimm sie an dich, wenn keiner dagegen was sagt. Wer ist am meisten angeschlagen? Naja, wir müssen hier weg. Ich weiß nicht, ob die Schüsse irgendwer gehört hat. Hört ihr die Stimme hinter der Lampe? Okay, dann sammle ich so viel wie möglich auf und sage, wir werden das später noch verteilen. Übrigens, Miro, du hast immer noch eine Menge Blut im Gesicht. Und es schmeckt eklig. Weil ich wische das Blut aus meinem Gesicht raus, weg. Ich kann dir auch ein Tuch geben. Das Problem ist, du hast auch was in den Mund bekommen und da waren knochige Stücke dabei. Ich spucke das Zeug aus und versuche so gut wie möglich mein Sichtfeld zu lichten. Jetzt schnell weg hier!
die weibliche Stimme sagt das. Und sie tut euch die Lampe aus dem Gesicht nehmen quasi und tritt ein paar Schritte raus. Geht ihr auch aus dem Raum hinaus? Ja, aber natürlich doch. Ich lächle und gehe motiviert und stolz raus. Ich gehe immer noch etwas zitternd raus. Ihr seht insgesamt, nennen wir es 3 Soldaten, eine Frau und 2 Männer. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich den Starkampf mit Max nicht zu Ende führen konnte. Ja, er hat eigentlich verloren, weil er eine Kugel im Kopf bekommen hat. Ja, eigentlich nicht. Das ist keine ehrenhafte Verliererei. Hoffentlich. Die Dame, die beiden Wachen erschossen hat, hat eine schallgedämpfte Pistole. Und die anderen beiden haben Maschinenpistolen. Wollt ihr dann noch ein bisschen näher anschauen, was die so haben? Oder nicht? Nein. Okay. Mega. Ja. Hey, jetzt verschwinden wir erstmal ein bisschen weiter im Tunnel. Ganz langsam, ganz leise. Wir müssen nicht rennen. Ich nick hier zu. Okay, ihr geht also langsam so. Okay. Jetzt erzählt mir erstmal, wer ihr seid und was ihr hier macht. Ich bin Miroslav Kalenko und unsere tollgrüne Crew, die von Shinta Yui und Olaf Svensson geführt wird. Ja. Also, die beiden sind Anführer und was? Wer führt wen? Kannst du auch normal reden? Nein. Ich rede immer normal. Okay, mein Gott, aber was macht ihr hier? Wir wollten eigentlich auf der Suche gehen nach einer Schokoladenkarawane, aber leider hat unsere Station... Ihr meint die Hanse-Karawane, die sie immer die Hanse geschickt hat, die Schokolade holen sollte. Ja, genau, diese. Von diesen Fall sollten wir untersuchen. Die kommt nicht wieder. Ja, sowas sind wir auch schon da hinten. Die Lurche da hinten haben sie einkassiert. Ja, das ist klar. Fjodorov hat hier die ganze Scheiße ein bisschen übernommen. Ja, und mein Vater getötet. So ein Kackspecht. Warum hat er denn das gemacht? Wir waren ein bisschen zu hansefreundlich, mein Vater. Fjodorov wollte sich mit der roten Linie einlassen. Wer ist dein Vater? Lebedev gewesen. Wer das ist der Typ. Vater? Ja, Lebedev ich weiß. Gewesen. Das ist mein der Typ. Beileid. Ja. Danke, aber das ist jetzt. Tut mir sehr leid. Hey, würde mir stinken, wenn ich du wäre. Nein. Olaf hat schon so einen SpongeBob im Kopf. Ich denke, da habt ihr einen guten Grund, gegen unsere gemeinsamen Feinde vorzugehen. Ja, jetzt egal, erstmal zurück zur Basis. Werde ich auch sagen. Ja, auf jeden Fall, stellen wir uns alle vor. Das hier drüben, der mit der PP 2000 ist Stefan und der drüben mit der AK ist Nikolas. Die beiden nicken so ein bisschen sich zu, so euch so. Ja, wir haben uns gerettet. Wir waren hier und wollten schauen, ob Fjodorov noch Tunnel in die Soldaten schickt. Noch Soldaten in die Tunnel schickt, sorry. Naja, er hätte fast Tunnel in uns geschickt, also... Beziehungsweise in unsere Köpfe. Ah, gut, dass wir euch gerettet haben, sonst wärt ihr hier ziemlich draufgegangen. Danke, dass ihr unseren ruhmreichen Abschied abgebrochen habt. Danke. Übrigens, die AK hat nur noch 27 Schuss an Miro, dass du das einträgst, gell? Weil die hat 3 Schuss abgegeben. Nur, dass du es weißt. Okay. Ja, okay, jetzt auf jeden Fall zurück zur Basis. Okay, ihr geht so ein bisschen weiter. Katharina Lebedev führt euch Gankont voraus. Und es ist ein ziemliches Wirrwarr. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall, erstmal geht es in den Dienstraum. Und von dem Dienstraum raus, direkt in einen anderen Tunnel. Dieser hat aber keine Gleise, komischerweise. Und jetzt wird's verwirrend. Links, rechts, oben, unten, 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 oben, links, rechts, oben, rechts, links. Und nach ungefähr einer halben Stunde... ertönt der Mario-Song, weil wir den richtigen Code eingegeben haben. Auf jeden Fall nach einer gewissen Zeit kommt ihr in einen weiteren gleich aussehenden Tunnel. Nur... werdet ihr auch langsam müde nach dem ganzen Scheiß fast umgebracht werden. Das macht müde. Also, ihr kriegt jetzt alle den Malus müde. Bin ich müde? Doch. Bin ich müde? Olaf wird niemals müde. Ich gähn leise. Ich hab doch Stärkung von Ninas großartiger Suppe bekommen. Nein, die gilt nicht mehr. Die ist 2 Tage alt, mein Gott. Die ist so ätzend. Die hält 3 Wochen. Die hält nicht 3 Wochen wach. Auf einmal ruft jemand, wer geht da?
Und Katharina antwortet, der Kuckuck. Dün, dün, dün. Und auf einmal geht tatsächlich Licht an. Ein bisschen weiter oben, vor einem großen Rolltor. Ich glaube, dazu habe ich nochmal eine Karte gezeichnet. Wartet. In dem Bereich, ein bisschen weiter oben. Den seht ihr. Den seht ihr noch nicht. Der ist drin hinter diesem Rolltor. Aber auf jeden Fall in dem Gang, der quasi frontal zu dem Feuerwehrwagen ist. Da seid ihr gerade drin. Und ungefähr im ersten Stock, könnte man sagen, also 2-3 Meter Höhe, ist so eine Art Geländer. Und dort oben ist eine Wache mit einem Nachtsichtgerät postiert. Und die hat gerade eine schöne Lampe dort oben angeschaltet und leuchtet euch. Haben wir einen größeren Höhenunterschied von vorher noch überwunden? Bitte was? Einen Höhenunterschied, meinst du? Ja, nicht ein Feuerwehrwagen kommt selten in die Hanse, in die... Keine Treppe. Keine Treppe. Also, ihr seid immer noch ungefähr 50 Meter unter der Erde, sagt der Luftdruck. Okay. Auf jeden Fall weiter unten ist auch noch ein weiterer Soldat. Ohne Nachtsichtgerät. Luftdruck. Er spricht zu uns. Ohne Nachtsichtgerät. Hinter einer Sandsackbarriere. Schlecht. Die beiden grüßen, schauen so. Business. Auf jeden Fall haben beide AKMs. Sieht relativ interessant aus. Der Katharina Lebedev geht an das Rolltor, macht's auf. Keine Fragen, klären wir alles später. So, jetzt habe ich euch die Karte gegeben, was steht da drin? Okay, ich steige in den Feuerwehrwagen und... Kommt mal alle rein. Das erste, was ihr seht, ist tatsächlich dieser riesige Feuerwehrwagen. Jetzt dürft ihr dazu reagieren. Wie ist dieser verdammte Feuerwehrwagen in die Tunnel gekommen? Ach ja, das ist eine Feuerlöschstation, sagt Katharina. Tatsächlich brennen auch hin und wieder mal Metrotunnel. Und der hier wird losgeschickt. Aber ich weiß nicht, der hat Räder. Er gehört eigentlich nicht zum Schienenlöschsystem. Wir wissen auch nicht, was der hier macht. Die Tunnel haben wir durch Zufall entdeckt. Wahrscheinlich ist es D6. Eigentlich sollte er denn hier nicht hier sein. Wollen wir vielleicht eine Spazierfahrt nach oben machen? Ja, tatsächlich. Der sollte nicht hier sein, aber wir haben nicht wirklich den Sprit für dafür. Oh, schade. Wir haben einen Campingkocher. Vielleicht ja, hilft das weiter. Ich glaube, das ist ein bisschen zu wenig Benzin. So, und jetzt gebt eure Waffen bitte in der Waffenkammer ab. Das wäre ganz nett. Und dann können wir uns mal ein bisschen ausführlich unterhalten. Hört sich fair an. Was? Willst du die Waffen nicht abgeben? Weil Olaf schon so gegähnt hat. Willst du deine Waffen lieber behalten, hä? Nein. Ich fand's nur gerade lustig vom Schicksal her, weil... Miro hatte jetzt für, keine Ahnung, eine Viertelstunde seine geliebte AK-74 und... Ihr bekommt sie ja vielleicht wieder, wenn wir uns unterhalten haben. Okay? Dann darf ich die Munition davon behalten? Ja, okay. Behalt meinetwegen Munition. Weed. Okay, dann behältst du auch das Magazin, das in der Waffe drin ist. Natürlich. Ich tu die Patrone in meinen Mantel rein. Also, nimm doch einfach das Magazin raus. Also Olaf entlädt seine Waffe, oder? Ich entlade meine Waffe auch dann. Okay, also leere Waffen gebt ihr ab. Ja. Okay, einen Augenblick. Ich muss mir das notieren, weil das ist ja... Ich bin kein Videospiel. Ich muss mir das aufschreiben. Trotz. Also ihr könnt es bei euch rauslöschen, weil ich es jetzt aufgeschrieben habe. Eine Sekunde. Was für ein Tee ist das, den ich bekommen habe? Das ist so Vedentia-Tee. Relativ pilzig, weiß nicht direkt. Es ist jetzt kein Label drauf. Kein Früchtetee. Welche Muni hatte die Browning? 9mm Para. Okay. Ich will Kamille. Okay, also Kamille. Ihr habt die Sachen abgegeben, die Waffen. Ja, Olaf hat immer noch seinen treuen Dolch. Auf jeden Fall werdet ihr über eine Treppe in den zweiten Bereich dieser Basis geführt. Relativ krasser Scheiß, gell? Die hat zwei Bereiche. Dun, dun, dun. Da! Und ich male meine Paint-Karten jetzt immer farbig. Das sieht so viel besser aus, gell? Ja. Ja. Das tut es tatsächlich. Also die Namen, die da sind, brauchen euch noch nichts sagen. Aber das sind auch so Feuerwehr-Runterrutschstangen-Dinger, die cool sind. Auf jeden Fall, Katharina führt euch die Treppe hoch, die beiden Soldaten, deren Namen ihr bestimmt nicht mehr wisst. Oder wisst ihr noch, wie sie hießen? Nico. Ich glaube, einer hieß Stefan.
Nikolai Stefan und Stefan. Max. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nur Max. Nikolai und Stefan. Katharina führt euch eben die Treppe hoch, die in das Büro führt, und geht in das Büro hinein. Geht ihr hier hinterher oder macht ihr noch irgendwelchen Blödsinn? Gerade ist nicht wirklich jemand zu sehen dort. Ich hatte jetzt eigentlich auf eine kurze Stepptanzeinlage gehofft. Ich so mal ein bisschen die... Gab's Nyan-Cat damals schon? Ja, die gab's. So mal ein bisschen die Nyan-Cat-Melodie. Katharina fragt sich, was das für eine Melodie ist. Sie ist wohl nicht ganz da mitgekommen in dem Trend. Ja, sie weiß nicht. Kulturbanausen. Aber Olaf denkt sich, geil. Ich grinse und schicke ihm einen Grumpy-Cat-Blick entgegen. Er versteht ihn sofort. Ja. Eine unglaubliche Freundschaft zwischen diesen beiden Menschen. Und ich meine Trollface ein bisschen nach. Oh Mann. Ja, gut. Wünschte, ich hätte eine Schachtel Müsli dabei. Also damit ihr geht jetzt, blödelt ihr noch weiter vor dem Büro rum oder kommt ihr rein? Katharina schaut schon so ein bisschen schräg raus. Like a Sir-mäßig gehe ich voran durch die Tür. Like a Sir. Katharina schaut dich fragend an, setzt sich dann allerdings an ihren Schreibtisch. Ich folge den Jungs unauffällig. Ich folge ihr auffällig. Nee, dann beruhige ich mich wieder und habe meinen normalen, strammen, stolzen Gang da wieder drauf. Okay. Interessant. Hart wie Kruppstahl. Du bist kein Deutscher, du weißt sowas nicht. Ja. Auch in Schweden macht man deutschen Witze. Okay. Ja, gut. Dann erzähl mir mal jetzt von Anfang an. Wie ist jetzt weitergehen? Wie soll es jetzt weitergehen? Die Karawane werdet ihr wohl nicht wiederbekommen. Ja, es sei denn, ihr schnappt sie euch von Fjodorov. Und ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht hat er sie auseinandergenommen. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein, wo die Draisine abgeblieben ist. Und die waren, keine Ahnung, wahrscheinlich hat er sie verteilt. Nach meinem Wissen hat unsere Truppe gerade zwei Probleme. Auf der einen Seite ist die Karawane weg. Und auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass wir, glaube ich, nicht zurückkommen ohne eine Konfrontation mit den Herren, die uns erschießen wollten. Richtig, ihr kommt nicht durch die Pechatniki durch. Das wird nicht passieren. Warum habe ich so eine auffällige Narbe? Es ist jetzt ein bisschen scheiße, oder? Aber um ehrlich zu sein, vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, dass ihr hierher gefunden habt. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind wir so ein bisschen Widerstand gegen Fjodorov. Ich stelle euch die Truppe später noch vor. Wir sind nicht allzu viele Leute und können eigentlich jeden gebrauchen. Ja. Sag mal, ich bin... anschließen. Alternativ. Wie ihr seht, wir sind hier in einem ziemlichen Wirrwarr von Gängen. Ich habe keinen blassen Schimmer, aber vielleicht führt einer Richtung Ring. Ich würde sagen, wir werden euch nicht feige verlassen, sondern mutig mit euch kämpfen. Das höre ich gerne. Sie steht auf, klatscht beide Hände auf den Schreibtisch. Ah, das höre ich gerne. Perfekt. Natürlich nur mit einem guten Plan. Wir haben einen sehr, sehr guten Plan. Bitte sagen Sie, dass wir Blendgranaten haben. Und Walauschsuppe. Naja, ich wünschte, wir hätten Blendgranaten und die Suppe ist vielleicht auch nicht so schlecht, weil tatsächlich haben wir Suppe. Bekommt ihr auch später. Yay, Walarschsuppe. Nein, kein Walarsch. Was ist ein Wal? Wal ist ein gewaltiges Fisch. Ist ein so ein Fischviech, sehr groß. Ein Fisch. Das größte Säugetier der Welt. Genau, und Walarschsuppe ist Suppe aus dem Arsch von einem Wal. Ich gehe davon aus, dass es ein Tier aus der alten Welt ist. Ja. Ein schwimmendes Tier. Tiere, die im Wasser rumplanschen. Ja, aber verdammt groß. Die werden jetzt nicht mehr gehen. Denen wird es wohl nicht mehr gut gehen. Oder die haben ziemlich viel Beißer. Getan hat, wie den anderen Tieren, dann sind sie jetzt bestimmt noch größer. Vielleicht haben sie jetzt mehr Anusse als vorher. Das wäre hilfreich. Mehr Suppe. Es wäre eine großartige Sache für die nordischen Länder, wenn sie noch existieren würden. Naja, ich bin mir sicher, so ein paar Almögis da hinten, die sich da in der Wildnis verscharrt haben. Ich bin mir sicher, die haben den Scheiß überlebt. Oder Olaf, du suchst dir eine Frau, machst deine Familie und dann belebst du deine Heimat wieder. Ja, ich unterbreche euch ungern, ihr beiden. Aber ich hol jetzt mal Koslov
und dann erklären... Ja, Stefan Kozlov, wer war bei uns dabei im Trupp? Ja, und dann erzählen wir beide und euch den Plan. Und dann könnt ihr euch vielleicht ein bisschen einleben und wir schauen, wie es weitergeht. Er hat bestimmt seine Waffe schon abgegeben. Stefan! Mit so einem coolen russischen Akzent. Stefan! Und er kommt schon an. Ihr habt jetzt noch nicht wirklich die Zeit gehabt, ihn zu mustern. Ich gehe übrigens davon aus, dass ihr eure Lampen ausgeschaltet habt, weil es hier im Rebellenstützpunkt relativ gut ausgeleuchtet ist. Also, ich hab's gemacht. Immerhin. Offiziell. Ich weiß. Immerhin Notlampen, das hatte ich nicht erwähnt. Also nicht so hell wie an der Pechatniki natürlich oder an Hansestationen, aber hell genug. Ihr hattet noch nicht wirklich die Zeit, Kozlov zu mustern, aber jetzt seht ihr ihn zum ersten Mal relativ gut. Er ist relativ alt, also keine Ahnung, man könnte ihn vielleicht auf 50, 60 schätzen. Schon recht grau, kurze Haare, Stoppelbart und hat so einen Gesichtsausdruck. So. Nicht so Grumpy Cat, aber eine Stufe vor Grumpy Cat. Und er kommt langsam hereingetrappt. Ja, und was ist mit denen? Sie meinen, sie können uns vielleicht helfen. Okay, hast du ihnen schon von dem Plan erzählt? Nein, noch nicht. Mach ich mit dir. Kozlov lehnt sich mit dem Arsch an den Schreibtisch. Katharina dazu. Nun gut, dann fangen wir mal an. Das ist jetzt Katharina. Ich werde Katharina ein bisschen höher sprechen, Kozlov ein bisschen tiefer. Katharina hier. Oh nein. Kozlov hier. Juhu. Oh Gott. Die Pechatniki bekommt ihren Strom über Windgeneratoren an der Oberfläche. Diese sind eigentlich relativ wartungsfrei. Aber hin und wieder geht natürlich was kaputt. Durch Monster oder sonstigen Scheiß. In dem Fall wird in der Pechatniki ein größerer Trupp ausgerüstet. Mindestens 6 Techniker, doppelt so viele Soldaten. Die Pechatniki wäre dadurch sehr geschwächt. Das wäre unsere Chance anzugreifen. Ja, wäre dann natürlich nicht das schwere MG, an dem ihr wahrscheinlich vorbeigelaufen seid. Jodorov hat es extra wegen uns dorthin stellen lassen. Bedeutet das nicht eigentlich auch, dass innerhalb der Basis durch ihre erhöhte Feuerkraft unsere Chancen ein bisschen niedriger sind? Dazu kommen wir noch. Mein Vater hat mir mal eine Geschichte erzählt. Unter seiner Leitung wurde bei einem Trupp an die Oberfläche geführt. Sie hatten einen Scharfschützen dabei und der hatte eine KSWK. Nice. Haben will. Nein, das muss man nicht sagen. Ich habe hier sogar in Klammern geschrieben. Ja. Wort blitzen Nirus Augen auf. Die hätte ich echt gerne. Ich hab dir vorhin noch erzählt, das ist das Sorry. Gewehr. Ich hab gedacht, ich muss sie kaufen. Ja, der Scharfschütze starb mit seinem Gewehr bei einem Einsatz und musste zurückgelassen werden. Das ist jetzt mindestens 3 Monate her oder länger. Aber das Gewehr könnte immer noch dort oben sein. Könnt ihr euch denken, was wir mit dem Gewehr machen wollen? Man könnte leicht diese Stellung ausheben. Richtig. Sehr leicht. Aus möglichst großer Distanz das Kord-MG ausschalten und dann einen Stoßangriff auf die Pechatniki durchführen. Und früher darauf töten. Die meisten Soldaten sollten dann an der Oberfläche sein. Widerstand ist natürlich zu rechnen. Aber wir hätten eine reelle Chance. Das KSWK kommt durch das Kord-MG durch wie durch Butter. Das Ding aber ist unsere einzigste Möglichkeit, die Feuerüberlegenheit zu gewinnen. Ich kenne die Oberfläche noch aus alten Aufklärerzeiten an der Oberfläche. Interessante Zeiten. Schlagen wir doch 2 Klappen mit einer Fliege und gehen da hoch und sorgen dafür, dass die Generatoren auf unseren Wunsch ein für alle Mal platt gehen. Das heißt, keine Ahnung. Hey, nicht so überall, Cowboy. Erstmal, Olaf, warst du Olaf Schind? Ich meine, wir wollen die Pechatniki immerhin nicht ganz zerstören. Wir wollen dort noch leben. Ohne Fjodorov sollten die meisten Soldaten auch aufhören zu kämpfen. Wenn sie von der Oberfläche wiederkommen, haben sie bestimmt keine Lust auf ein ziemliches Feuergefecht. Aus alten Zeiten kenne ich noch, dass wir keine freie Energie haben und Generatoren auch ein Kabel brauchen. Man könnte vielleicht einfach das Kabel entfernen für eine Zeit, ein bisschen verstecken. Zu einfach, das hätten die zu schnell gefixt. Auf jeden Fall, für Fjodorov hatten die wenigsten Soldaten wirklich was übrig. Es ging da eher um die Bevölkerung. Wir hatten da ein ziemliches Moralproblem. Aber auf jeden Fall, wenn es weitergeht, übernehme ich wieder die Leitung der Station. Ich kenne das, für den eigenen Vater zu kämpfen zu dürfen. Mein Vater war auch ein Stationsleiter.
Die Anhänger Fjodorovs werden auf jeden Fall ins Exil geschickt. Und die Handelsverbindungen mit der Hanse würden wir auch wieder aufnehmen wollen. Ich hab Durst. Das hört sich aus strategischer Sicht und finanzieller Sicht gut an. Hunger und Durst. Gut, dass du sagst, Olaf. Also, was haltet ihr von dem Plan? Klingt nach einem sehr guten Plan. Gut, ich vermute, ihr seid müde, hungrig und wahrscheinlich auch ein bisschen durstig, oder? Ziemlich. Der Magen, der rumort schon langsam.